Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wird es spannend. Wir lassen drei verschiedene Papiersorten mit drei verschiedenen Stiften den Härtetest gegeneinander antreten. Unser Kandidat Nummer 1 ist ganz normales Karteikartenpapier. Kandidat Nummer 2 ist das Original Write in the Rain All Weather Notebook, das für seine Belastbarkeit und seine robuste Bauart bekannt ist. Und als dritten Kandidaten das deutlich günstigere, auch Allwetter-Notizbuch von Amazon. Die Stifte sind ein normaler Kugelschreiber, ein HB-Bleistift und ein Write in the Rain Kugelschreiber mit einer unter Druck stehenden Kartusche. Mein Bedarf an diesen Notizbüchern stammt tatsächlich aus der realen Welt. Wir hatten vor kurzem einen Einsatz mit der Rettungshundestaffel, in der ich mich engagiere, und es hat die ganze Zeit geregnet. Jetzt sagt man natürlich, klar, man hat ja immer ein Telefon dabei. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, im Regen auf eurem Smartphone was zu tippen. Das funktioniert ganz furchtbar gar nicht. Also ist manchmal halt eben doch besser, wenn man Stift und Papier dabei hat. Ja, ich habe immer Stift und Papier dabei. Normales Papier weicht aber ziemlich schnell auf. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist was dran an der Thematik Write in the Rain. Das hier ist das Original, das Notizbuch mit dem passenden Stift dazu. Ist ein Kugelschreiber, der eine Mine hat, die unter Druck steht. Dadurch kann man angeblich unter Wasser schreiben, man kann im Weltraum damit schreiben, man kann auf nassem Papier, trockenem Papier immer damit mit diesem Kugelschreiber schreiben. Dieses Papier ist speziell beschichtet und dadurch hält es Wasser, Schmutz, Öl, Staub, Dreck stand. Die normale Karteikarte kennt jeder. Ich habe mir gedacht, ich lasse es mal antreten. Das ist normales Papier, aber natürlich etwas dicker, etwas robuster. Das hat wahrscheinlich jeder zu Hause. Mir geht es hier darum, ich habe zu Hause schon mal einen kleinen Test damit gemacht. Und im nassen Zustand ließ sich da nicht mehr viel drauf schreiben. Also, ich werde auf alle drei Notizzettel im trockenen Zustand schreiben und sie dann für 5 Minuten in einen Bachlauf legen, um dann zu schauen, wie sieht es da aus mit der Beschriftung. Dieses Notizbuch gibt es bei Amazon, packe ich euch in die Videobeschreibung, ist kein Affiliate-Link, ich will auch nichts für haben, alles gut. Kostet, ich glaube, um die 5 Euro weniger pro Notizbuch als das Original. Ich habe gedacht, dass der Unterschied zwischen diesem Teil und dem Original gigantisch sein muss. Leider wurde ich da etwas enttäuscht. Vom Anschauen und Anfühlen nehmen sich die beiden nicht viel. Und das ist ein bisschen blöd bei 5 Euro Preisunterschied. Wir werden jetzt aber auf die Zettel schreiben und dann gehen wir zum Bach, warten 5 Minuten und schauen, wie es dann damit aussieht. Die Zettel sind vorbereitet. Wir haben jetzt auf jedem Blatt mit normalem Kugelschreiber, dann mit Bleistift und als letztes mit dem Original-Kugelschreiber von Write in the Rain geschrieben. Jetzt gehen wir zum Bach und schauen uns an, was nach 5 Minuten davon wohl noch zu lesen ist. Kurzer Hinweis noch für die Nachhaltigkeit. Ich reiße aus den beiden Notizbüchern eben die eine Seite raus und lege nicht das ganze Notizbuch ins Wasser. Ich muss den Sachen ja keinen unnötigen Stress bereiten. Wir wollen ja sehen, was auch auf den einzelnen Blättern passiert. Karteikarten habe ich zwar auch mehrere dabei, lege aber natürlich auch nur die beschriebene ins Wasser. Schnell können sich Pläne ändern. Der Bach, an den ich eigentlich wollte, ist leider trocken. Naja, aber ich habe hier eine gute Alternative gefunden.
Dann schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Wir fangen mal an mit der Karteikarte. Also das Papier ist sichtlich aufgeweicht. Ist richtig labbrig. Hat sich ziemlich vollgesogen. Ich streiche jetzt erstmal einfach nur über den Text, ohne irgendwie groß Gewalt aufzuwenden. Und ich sehe, ich kann das hier komplett wegwischen. Ne? Beim Write in the Rain Stift, ja, das gleiche. Ich wische einfach das komplette Papier weg. Es liegt jetzt gar nicht am Stift. Ja. Also das ist unter härteren Bedingungen völlig zu vergessen. Dann kommen wir zum Original. Auch das ist ja relativ weich geworden. Aber es fühlt sich jetzt erstmal stabiler an. Und wenn ich hier drüber wische, wie sieht es da aus? Wow, okay. Also wenn ich hier mit dem Finger drüber gehe, ihr habt es gerade bei der Karteikarte gesehen, da war es einfach weg und hier geht es echt klar. Also nicht mal der Bleistift verwischt. Und das ist ja sonst was, was auch bei etwas schwitzigen Fingern oder so schnell passiert. Aber auch das ist, bleibt komplett so da. Das gefällt mir also schon mal sehr gut. Hier ist es also weiter im Rennen. Und hier die günstige Nachmache. Auch hier das gleiche. Ich wische drüber. Okay. Also hier kann ich den Bleistift wegreiben, aber ich muss schon wirklich drüber gehen, bis es unleserlich würde. Hier auch. Also das Papier ist hier deutlich feuchter geworden. Aber man sieht immer noch den Text. Also da bin ich positiv von überrascht. Wir schauen uns mal an, ob wir vielleicht mit einem Fußabdruck auf dem Papier einen Preisunterschied rechtfertigen können. So, auf beide bin ich drauf gesteppt. Das sieht deutlich schlechter aus. Okay, hier sieht man jetzt, da reißt es ein. Auch da ist das Papier komplett weg. Und beim Write in the Rain, tatsächlich, wenn ich hier einmal drüber wische, ich kann es wahrscheinlich in den Bachlauf halten, dann ist es wieder sauber. Man sieht hier so einen ganz leichten Kratzer, wo die Oberfläche beschädigt ist. Aber im Vergleich zu dem halt wirklich fast nichts. Ich bin tatsächlich überrascht von dem Ergebnis. Die Karteikarte, habe ich euch schon erzählt, habe ich zu Hause mal getestet. Das ist Müll. Das brauche ich nicht. Ich kann mir da eventuell mal Notizen drauf machen und die in meiner Kartentasche zum Beispiel in so eine Schutzfolie reinpacken. Ich kann mir das laminieren oder so, aber zum Draufschreiben in einem Einsatz, in einem echten Szenario, wo ich das, was da drauf steht, nicht verlieren will, ist es einfach Schrott. Kommen wir hier zu meinem Fazit. Ich bin hobbymäßig ja auch viel draußen unterwegs. Mache mir auch gerne Notizen, ich schreibe gerne Tagebuch und so weiter. Und wenn mir mal Sachen kommen, Ideen kommen, wenn ich mal irgendwie aus Spaß ein bisschen tracken gehe, ein bisschen Tierspuren verfolge, ein bisschen Kräuter sammeln gehe oder sonst irgendwas. Ich glaube, da reicht mir das. Weil ich werde nicht auf das Notizbuch drauf treten, wenn es komplett nass ist. Wenn es nass wird, kann man es sicherlich trocknen und dann ist es wieder in Ordnung. Und wenn da Informationen verloren gehen, ist es schade, aber im Regelfall nicht weltbewegend. Das Originalnotizbuch davon, ich habe es mir gleich auch nochmal in einer etwas größeren Variante gekauft, das wird bei mir in den Einsatzsachen von der Rettungshundestaffel landen. 5 Euro mehr ist eine Menge, bei 7 Euro liegt das Kleine, aber dafür ist es wirklich tough
Und das hat mich überrascht. Also, es hält, was es verspricht. Ich glaube, man muss selber herausfinden, ob einem das Geld mehr das wirklich wert ist, weil der Performance-Unterschied bis zu dem Fuß draufdrehen, also bis zu einem wirklichen Misshandeln von so einem Notizbuch, wo du ja wirklich eigentlich packst du das in die Tasche und so weiter und dann ist das gut oder man lässt es mal draußen im Regen liegen. Dinge passieren, klar, aber bis man wirklich drauftritt, drüber fährt, einzelne Seiten so einem Druck aussetzt, nachdem das vollgesogen ist, ich glaube, das passiert einem im normalen Alltag nicht. Aber auch da wieder muss man natürlich abwägen, ist mir das, was ich da drauf schreibe, so wichtig, dass ich es definitiv nicht verlieren will, dann würde ich das Write and Rain Notizbuch nehmen. Thema Stifte. Der Original Kugelschreiber von Write and Rain kostet, ich glaube, fast 30 Euro. Wenn ich etwas aufschreiben muss mit einem Kugelschreiber und mir das wichtig ist, dass ich es mit einem Kugelschreiber aufschreibe, dann würde ich sagen, es ist das Geld wert. Es ist sicherlich ein Stift, der sehr lange hält, der auch entsprechend belastbar ist. Normaler Kugelschreiber auf feuchtem Papier kann man knicken, funktioniert nicht, ist ganz klar. Aber es gibt immer noch die deutlich günstigere Alternative. Ich kann einfach einen Bleistift nehmen. Bleistift schreibt auch unter Wasser, schreibt im Weltraum, schreibt überall, schreibt auch auf dem nassen Papier. Hat aber die Gefahr, dass er natürlich verwischen könnte. Wenn man einen zu harten Kugelschreiber nimmt, ich habe jetzt HB genommen, das ist so ein Mittelding, ne? Das ist so ein bisschen weich, ein bisschen hart. Wenn man zu harten nimmt, kann ich mir vorstellen, dass man das Papier einreißt. Wenn man zu weichen nimmt, dann schreibt man schwammig, dann lässt sich das leicht verwischen. Ich glaube, da muss man dann selber für sich auch nochmal schauen, wie feste drückt man vielleicht auch auf beim Schreiben. Aber ich denke, auch da wird es darauf hinauslaufen, dass bei meinen Rettungshunde-Sachen der Write-in-Rain-Kuli landen wird und bei meinen privaten Sachen nehme ich einen normalen Kugelschreiber mit und einen Bleistift. Kostet mich nichts, Werbekugelschreiber gibt es ja, also ich weiß nicht, wann ich den letzten Kugelschreiber gekauft habe, doch weiß ich wohl, so das sind den Original Write and Rain Kugelschreiber halt. Aber normalerweise hast du halt immer einen Kugelschreiber am Start. Und du kannst auch immer für ein paar Cent einen Bleistift irgendwo finden, auch die gibt es ja als Werbegeschenke. Ich glaube, dass das für die meisten Leute tatsächlich reicht. Dann sind wir am Ende dieses Tests angekommen. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich hoffe, du konntest was lernen und auch selber Schlüsse daraus ziehen, weil ich habe viele Videos zu Write and Rain Notizbüchern geschaut, aber keine gefunden, wo es so einen einfachen Test, einen einfachen Vergleich von Zeug, was ich billig zu Hause habe, zu das Premium-Zeug von Write and Rain gefunden habe. Deshalb habe ich das Video überhaupt auch erst gemacht. Ich freue mich, wenn dir das weitergeholfen hat. Schreib gerne deine Meinung in die Kommentare, was du sagst. Hey, brauche ich das nicht? Lohnt sich das Geld mehr? Spare ich mir das und investiere es in was anderes? Bin ich sehr gespannt drauf und dann sage ich bis bald.